Ja, wir sind heute im Naturparkhaus Gachenblick, das Naturparkhaus des Naturparks Kaunergrat, weil wir uns freuen, weil wir ein Hochamt haben für den Naturschutz. Wir haben heute verkünden können, dass der Naturpark Kaunergrat mehr als doppelt so viel Fläche jetzt im Landschaftsschutzgebiet hat. Ein großer Wert für die Region hier und ein großer Wert für den Naturschutz in Tirol. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends haben ein paar Leute die Idee gehabt, dass man einen Naturpark gründen könnte. Die Idee kommt aus der Regionalentwicklung im Pitztal. Man wollte für das Pitztal eine Regionalentwicklung machen und ist dann auf den Naturpark gestoßen. Es hat dann große Widerstände gegeben in der Bevölkerung, weil natürlich die Bauern als Eigentümer der Grundstücke halt gemerkt haben, es gibt eine Enteignung, man stülpt irgendwelche Gesetze drüber und beschränkt die Landwirtschaft. Es haben sich dann 12 Bürgermeister zusammengetan in der Region und wollten einen Naturpark gründen. Aus den 12 sind dann 9 übrig geblieben, aus dem Pitztal, Kaunertal und Flies. 1998 haben wir dann diesen Verein gegründet. Seitdem verfolgen wir, dass wir den Namensgeber des Naturparkes, den Kaunergrat, unter Schutz stellen und damit eines der größten Landschaftsschutzgebiete in Tirol ausweisen können. Ja, in Zukunft werden wir da sehr viel Arbeit in diesem Schutzgebiet haben dürfen. Wir haben sehr viele Maßnahmen, die wir in diesem Paket schon einmal skizziert haben, vorliegen. Das geht jetzt in die Ausarbeitung und dann eben in die Umsetzung mit den Almbewirtschaftern. Ein zentraler Punkt wird das Naturschutzplanprojekt auf der Alm sein, wo man naturschutzwürdige Flächen gemeinsam mit den Almbewirtschaftern sichert. Auf der anderen Seite aber auch wichtige, essentielle Almflächen mit den Almbewirtschaftern auch weiterhin erhält und fördert. Also das ist wirklich ein Schwerpunkt unserer Arbeit und auf das freue ich mich.